Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Forgotten Anne. Ich würde euch gerne mit einem fröhlichen Sprung begrüßen, aber das ist nicht drin, denn Anne befindet sich in Händen der Rebellen. Uns wurde unser Arca weggenommen. Sie haben von dem Angriff auf den Wachturm gesprochen. Es sieht eigentlich so aus, als müsste ich da oben durch dieses Ding. Oh, das ist so weitläufig hier und wir schleichen einfach nur. Ich würde erstmal nach oben gehen, denn ich glaube oben. Oh Gott, ich weiß wirklich nicht, wo es halt am besten hingeht gerade. Joust lässt uns nicht durch. Ich habe mich ja letztes Mal noch dafür entschieden, dass ich mich nicht als Hüterin vorstelle, denn Anne ist gerade so hoffnungslos. Ich weiß aber nicht, was die richtige Richtung ist für das. Hier komme ich nicht weiter. Ich weiß nicht, was die richtige Richtung ist für diese Gedenkstätte. Ob die oben ist oder unten. Ich gehe mal nach oben und spreche mit der Kugel. Und wenn die mir sagt, ja, das ist die richtige Richtung, dann gehen wir in die andere wieder. Leider kann ich gerade einfach nicht rennen. Anne ist zu schwach, zu hoffnungslos, als dass sie rennt. Ich habe das Gefühl, ich muss in diesen Kristall rein. In der Mitte, dieses Portal. Aber da kann ich nicht rein. Da muss ich springen für. Ich kann nicht springen. This house is protected. Yes, Gram. You sent my Nana to the plant. Get out of here. We know what you've done. Okay. Die sind also nicht unbedingt freundlich. Das ist Dizzy. Ich möchte mit Dizzy sprechen. The enforcer. You? It was a long walk home. Thanks for not distilling me. That's all right. Well, I shouldn't keep you. Be careful down here, though. Not all Forgotlings understand your situation. Dilly, nicht Dizzy. Tut mir leid. Oh, ich mag ihn immer noch. Er sieht doch eigentlich ganz lieb aus. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen weiter mit ihm plaudern. Hier komme ich nicht weiter. Wir müssen also tatsächlich nach unten. Es gibt ja auch keinen anderen Weg mehr, außer nach unten für uns. Ja, und dass nicht alle unsere Situation verstehen, das haben wir auch schon mitbekommen. Da oben bei der Bowlingkugel. Meine Oma in die Fabrik geschickt. Man muss aber auch zu Annes Verteidigung sagen, dass ich... Doch, warte, ich kann hier weiter. Man muss aber auch zu Annes Verteidigung sagen, nicht alles, was die Rebellen machen, ist gut. Wer ist das? Eine kleine Voodoo-Puppe. I'm fine. You don't look fine. Stimmt, mir geht's nicht gut. Ich bin okay, keine Sorge. Das ist gerade so lieb, dass die kleine Voodoo-Puppe uns hilft. Ich bin gerade hin und her gerissen zwischen stimmt, mir geht's nicht gut und ich bin okay, keine Sorge. Aber ich bin mal ehrlich, uns geht's nicht gut. You're right. They trapped me. They took the Arca. How crystallized. And it's all because of... Oh, I'm sorry. You don't have to pretend to like me. I'm the Enforcer. I'm Jinx. You'll probably call me a rebel, but... What are labels good for, right? Sie dienen der Organisation, so spricht ein wahrer Rebell. Ich weiß gar nicht, was ich... Oh, diese Entscheidungen, sie machen mich wahnsinnig. Sie dienen der Organisation, so spricht ein wahrer Rebell. Eigentlich würde ich ja das sagen, so spricht ein wahrer Rebell, denn ja, dazu sind Schubladen da und eigentlich sollte man dieses Schubladendenken abschaffen. Vor allem, sie war nett zu uns. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie uns aufhelfen muss, wenn sie uns nicht mag. Die Bowlingkugel würde uns sicher nicht aufhelfen. Sie dienen der Organisation, so spricht... Ich sag mal, so spricht ein wahrer Rebell und hoffe, dass sie einfach... nett ist. You're just like all the other rebels.
You think so? Why that? You wouldn't understand. I'm a rebel and you're the enforcer, is that it? Yes. No, you make it sound so... It's not that simple. It's very simple. You fell, I helped you up. Who cares anyway? We're all gonna crystallize eventually. We change when we're faced with our limitations. We only have our actions. Thanks for helping me up. Vielleicht hätte ich das andere sagen sollen, aber ich bin gerade sehr froh, dass sich Anne am Schluss noch bedankt hat. Ich gehe da mal hinterher. Da sind wir gewesen, denn ich glaube fast, wir müssen dahin, wo die kleine Voodoo-Puppe war. Also wo Jinx gewesen ist. Und Anne muss immer wieder stehen bleiben und warten, weil sie nicht mehr kann. Dass ich ihr das gerade antue, dass sie hier diese ganzen Treppen hoch und runter muss. Es tut mir eigentlich leid. Ich meine, sie ist offensichtlich schwach. Ich weiß aber nicht, warum sie so schwach ist. Ist es wirklich so, dass sie kurz vorm Achso, da komme ich nicht weiter. Tut mir leid. Ist es wirklich so, dass sie kurz vorm Kristallisieren steht und deswegen einfach keine Energie mehr hat? Oder ist es gerade mehr ein Ausdruck ihrer Hoffnungslosigkeit, weil sich eben ihr ganzes Leben, alles wird in Frage gestellt? Ich meine, für uns als Spieler oder Zuschauer ist es sehr, sehr einfach zu sagen, ja, Bonku ist böse, du hast dein Leben lang an was Falsches geglaubt, aber sie lebt das. Für sie war ihr Meister Bonku vermutlich sowas wie eine Vaterfigur, die sie nicht kannte, nicht hatte. Hey. Ich kann gar nicht mit dir reden, ist schade. Aber ich nehme an, hier geht's weiter und wir treffen da Fick. Ja. Das scheint die Gedenkstätte zu sein. Da sind überall Kristalle. Und wie gesagt, für sie ist Meister Bonku ja sowas wie eine Vaterfigur, wie ihr engster Vertrauter vermutlich, bis er so beschäftigt gewesen ist, dass sie jetzt nichts miteinander machen können. Und wenn einem dann jemand sagt, diese Person hat dich nur benutzt, dann ist das sehr, sehr hart. Diese ganzen kristallisierten Vergessenen. Alle einfach nicht mehr. Das ist. Im Prinzip ist es ein Friedhof. Ein leuchtender Friedhof voller Kristalle. These forgottenlings died a natural death. As they reached a certain age, they just quietly crystallized. It's actually quite beautiful. How long before that happens to me? About a day, I'd say. Will it hurt? Not at all. I'm not ready for this. Then why don't we go get the Arca back? What? But I thought... I never wanted you distilled. I don't want to see you crystallized either. Then what do we do? I want to give you the Arca and get you out of here. How? Bulb keeps the Arca safe at his house. I don't understand. I need you to distract him long enough for me to steal it. What? Afterwards, you escape and meet me on the surface. Take this map. Your escape route is marked on it. And you'll just give the Arca back after all that, of course. You are really looking forward to life as a crystal, aren't you? Why are you helping me? I believe in you. Here's the plan. Bulb wants to use the Arca to attack Bonka. That's why he has sent for a specialist, a forgottenling who knows the layout of the tower grounds. You will pose as that specialist. How am I supposed to do that? I have a friend waiting for you in the storage room. He'll fill you in. Wait, are we doing it right now? We have no time to lose. I'll create a diversion so you can get out of here unseen. Okay. Ich sag ja, Fick ist ein echt netter. Fick möchte uns helfen, Fick wird uns helfen. Das passt zu allem, was er bisher getan hat. Er wollte mit uns sprechen und was mich gerade sehr gefreut hat, war, als er gesagt hat, dass er an uns glaubt. Nach allem, was wir eben gehört haben, dass die Leute Anne nicht mögen, weil sie grausam ist, wir verhalten uns ja nicht so. Wenn ich die Wahl habe, würde ich das nie im Leben tun. Und dann ist es sehr, sehr schön, dass irgendjemand das... Time for me to speak up. Fellow Forgottenlings, I see before me a group with the potential to do anything. Difficult times are ahead, sure. But we have overcome difficult times in the past. We will not let Bonku manipulate us into seeing the world through his eyes. We are not objects. We are not inferior. I'm asking you to trust me. And that's not a small thing to ask. But I assure you,
I have a plan. I will leave you for a short while very soon. But I will be back. And if everything goes as planned, the tables will have turned. I'd like you to remember that we have a guest. Treat her with respect. Just as you would any Forgotlings. Her past actions may cast a long shadow. But I stand by my words when I say that she too is a victim of Banku. Ich kann hier nicht hochgehen. Fick hat gerade wieder für uns gesprochen und gesagt, dass die anderen uns mit Respekt behandeln sollen. Ich freue mich darüber immer total. Ich weiß auch nicht. Das ist schön. Vielleicht, weil ich persönlich auch mehr auf der Seite der Rebellen bin und ja, mir natürlich wünsche, dass wir uns mit ihnen verbünden und tatsächlich verhindern, was da alles geschehen könnte. Aber so wie es klingt, hatte Banku eigentlich auch nie vor, die ganzen Vergessenen... Die Feder! Und da hängt was. So, ein Erinnerungsstück und da fällt mir ein. Lieber F., ich fühle mich nach wie vor willkommen hier im Bahnhof und alles scheint gut zu laufen. Sicherheitsoffizier Sekti leistet gute Arbeit. Wenn ich ein Rebell wäre, würde ich darauf achten, ihn nicht zu unterschätzen. Ich freue mich auf das Feuerwerk. In Freundschaft, P. Und dann der Tagebucheintrag, den wir ja auch hatten. Was haben wir hier? Das ist unser das ist der Weg nach draußen. Von da, wo wir sind. Okay, ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich dem Weg richtig folge. Zwei Türen. Davon ist es die linke. Also ganz oben die linke. Dann die linke. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich werde es dann schon hoffentlich rausfinden. Ist das dieselbe Feder, die im Zug gefälscht hat? Surprise! You? In the ink. I escaped. So you did. Let's get it on you. Get what on me? The disguise I made for you. You can change behind that screen. Okay, ich bin sehr gespannt. Ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass unsere Verkleidung abhängig davon ist, wie wir waren. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon mal Verkleidungen gesehen, sozusagen. Echt jetzt? Wir sind eine Box. Amazing. Don't make fun. No, it's even better than I imagined. Bulb won't suspect a thing. Really? Here's the plan. Bulb has the Arca in his house. We're gonna get it back. How will you do that? I will present you to Bulb as the specialist. And when we're in his house, you make sure to keep him busy. Meanwhile, I open a window so Fig can steal the Arca. Simple. Der Plan ist dämlich. Bulb wird mich erkennen. Ich werde nicht seinen Plan kritisieren. Ich nehme es übrigens zurück. Ich glaube, wir werden immer so aussehen. Ich habe gerade an das Scrappers gedacht unten. Und als wir da rumgelaufen sind, davor sind wir an Kleidern vorbeigekommen. Einmal eine weiße Anne, eine schwarze und dann war es, glaube ich, noch so ein Steampunk-Outfit. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir beim zweiten Durchspielen uns aussuchen können, wie Anne aussieht und was sie da anhat. Nein, der Plan ist nicht dämlich. Ich vertraue darauf, denn er und Fig werden sich schon keinen dämlichen Plan auskennen. Ich habe nur die Sorge, dass Fig mich erkennen wird. Dass Bald mich erkennen wird, denn du siehst da unten das Kleid von Anne immer noch. Bob will recognize me at first glance. No, he won't. Trust me. You look just like a moving box who got lost in the warehouse. In fact, you look a lot like my third cousin. But he might recognize your voice, so you'd better not speak. How can I keep Bob busy without speaking? Trust me, Bulb will do the talking. You just nod and shake your head. Literally. What if I need to get your attention? Then wave and make some kind of sound. Let's try. Can you nod? Like you're confirming what I see. Nicken, schütteln, winken. Was hat jetzt genau von uns gewollt? In case you don't know, you were just shaking your head. Try a nod. Ich werde mal winken. What a nice wave. Hello, Enforcer. It's me, Quill. Now, try nodding. Ist okay. Okay, nicken mit E, schütteln mit Q. Oh Gott. Ah, yes. Perfect. Very convincing. Now, let's have you shake your head like you're disagreeing. Ne. Yes, it works. Bob won't suspect a thing. Now, let's try the wave. Ooh, winken. That's fantastic. There's an actor hidden in you, Anne. You're ready. Let's go get your Arca back.
Liebe kleine Fee. Ach so, ja. Yeah, that's the spirit. I'll meet you at Bulb's house. Ich war ja der kleinen Feder sehr, sehr böse, weil sie uns im Zug angelogen hat. Aber ich muss sagen, er ist eigentlich ganz nett, oder? Ich bin jetzt eine Kiste. Figgs brillanter Plan lautet, Bulb das Arca zu stehlen. Bulb verwahrt es sicher in seinem Haus. Anschließend wird Figg es mir zurückgeben, sagt er. Was ist, wenn ich keine Ablenkung bin, sondern ein Köder? Was ist, wenn er das Arca für sich selbst haben will? Ich bin in der Klemme, in der Unterzahl und unbewaffnet. Was habe ich für eine Wahl? Ich werde Quill zu Bulbs Haus folgen müssen. Nicken, winken, mit dem Kopf wackeln? Das wird niemanden täuschen. Ich glaube, Bulb ist ziemlich von sich überzeugt. Ich denke schon, dass ihn das täuschen wird. Sieht so unglaublich heiß aus, wie sie da rumstiefelt. Oh, es ist so wunderschön. Nein. Ja, gute Idee. Ja. Es ist so herrlich. Oh Gott, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. I was rather pleased with Bulb's leadership. He did get results, but I'm talking about a long-term resolution to the conflict. Affirmative. That would be acceptable. But Figg is too liberal. The limits equality in themselves. I say we need discipline. Order. Bulb is the right for Gotling to provide that. If that's what you want, only time will tell if you get it. The leaders should work together. We could have the best of both. I think that's what they're trying to do. Most of the time. Affirmative. I hope so. Did you see her? The girl? Briefly. I saw her too. She's interesting. How so? She might be a Forgotling like us, but she's nothing like us. If you know what I mean. I don't know what you mean. Ah, well. I like her. That's what I meant. Now I understand what you mean. Great. Ich mag Jinx auch. Müssen wir hier hin? Nee, hier kann ich nicht hoch. Ich will noch mal kurz da reingehen. Ich glaube, das ist der Raum, aus dem wir rausgekommen sind. Ja, da sind wir nur rausgekommen. Und hier war kein Zwei. Das sieht so göttlich aus, ehrlich. Nein. Nee. Ja. Ja. Oh Gott. Das tut mir so leid. Ich höre auf. Ich höre auf damit. Versprochen. Ich werde es nur noch tun, wenn ich muss und es einen Grund gibt, es zu tun. Das ist Quill. Die böse Bowlingkugel ist weg. Die ist vermutlich jemandem auf den Fuß gefallen. There you are. Ready? I'm counting on you. Keep him busy. Let's go. Ich hoffe, ich bringe Nicken und Kopfschütteln nicht durcheinander. E ist ja, Q ist nein. Oh Gott. Also rein mit uns. Wird schon gut gehen. Ich will mich nur eigentlich... Yes. Oh, Quill, you're here with the specialist. Perfect. Come in. I don't remember seeing your friend before. Ah, Bulb. A joker as always. Of course you recognize the great crate Buxton. He's had key roles on several missions to the Tower Grounds. And I don't have to mention the incident in this morning's operation, I take it. Oh, crate Buxton. Certainly, of course. I'm honored. That was quite a thing you did. He doesn't talk much after the incident. I'm sure you understand. Of course. Well, come with me. I've got the plans for our next mission upstairs. Keep him busy. Okay. Ich wollte mich ja eigentlich umgucken. Ich habe immerhin kein Geräusch dazu gemacht. Zu meiner Verteidigung. Kann ich hier? Nein, ich kann hier nicht raus. This, Mr. Buxton, is the plan of our next attack on the Tower Grounds. With your expertise, I'm sure we can improve it. The Watchtower has always been a problem for us, but during the last mission we sabotaged the gates. My hope is that you have information about exactly how much damage we inflicted. Can we walk straight through the Watchtower now? I'm not sure I understand. Did Bonku deploy guards to protect the broken gates? Ich weiß nicht, was wir... Ich wink einfach nochmal eine Runde. Why are you waving like that? Look up. Flying. Are you trying to tell me that Bonku has some sort of Forgotling balloon guards protecting it?
wir sollen ihn ja beschäftigen, oder? Ich meine, wenn wir ihm jetzt klare Antworten geben, dann hat er ja Antworten und ist nicht mehr beschäftigt. Also winken wir jetzt einfach, als wären wir nicht mehr so ganz... Als hätte Crate Boxen einen zu viel auf die Box bekommen. What? What do you mean? Do the flying balloon guards have weapons? Ich lass ihn einfach mal vor sich hin interpretieren. I don't know what you mean. You wave, so what? Something with wave? Bonku has waves of guards? Shockwave? Microwave? Why are you waving? Tell me or I'll... Say, Bald, did you know that Mr. Borgstern is also very well informed about anima systems and Arca theory? Really? That's wonderful timing. I have so many questions. Let's go downstairs. Between you and me, I'm experimenting with the Arca. I'm close to figuring out how to wield it. Okay, ich weiß gerade gar nicht. Ich muss gleich nach unten. Kann ich nach oben gehen? Okay, nein. Ich weiß, ich könnte das auch anders machen, aber ich weiß auch nicht. Es ist schön, wie er so vor sich hin spekuliert. Und das vermute ich für total... Mr. Boxton. I've tried to map out how the Arca works. If my theory is correct, we're just scratching the surface of what this thing can do, and so is the Enforcer. Look, doesn't it seem like the Arca can actually store anima? Dazu kommt, wenn ich jetzt ja sage, dann weiß er das. I share your enthusiasm. These are exciting times. So you agree with my theory? Ich wink mal. I'm not sure I understand. Are you having a eureka moment? Ja, ja. Yes, then tell me. What have you discovered? You're acting like you've just seen the... Hey, you, Plumage, no snooping around. Nee, nee, nee. Stay down here. No one goes upstairs without my permission. Did you hear me? I don't want you upstairs. Oh, of course not. I understand. Say, why don't you ask the Enforcer? What I meant was... Why don't you inform Mr. Boxton about your Arca theory? Oh, yes, I think you'll like this. My other theory is that the Arca could be among the very first crystals in existence. Perhaps even the one with which our whole world originated. What do you think about that, Mr. Boxton? Dazu habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Meinung. Aber ich wink einfach mal wieder. Winken erscheint mir immer eine adäquate Antwort auf alles, was so ein Unsympath wie Bulb sagt. Denn wenn ich jetzt nicke und er hat Recht damit, dann habe ich ihn bestätigt. Und wenn ich den Kopf schüttle und er hat Unrecht, naja, das wäre eigentlich ganz gut, aber hey! Yes, I see. I'm not quite sure how to interpret your answer, Mr. Boxton. However, my theory has... What's going on? I thought I told you no snooping around. You sneaky feather duster. What do you think you're doing? Ich stell... Was? Oh, ich glaube, ich stell mich gerade... Sly little forger. Sorry about this, Mr. Boxton. I have to see if everything is all right with the Arca. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. I can't stop staring at it, to think it's finally mine. Oh oh. Vielleicht sollte... Oh oh. Hey, ich komm mal hoch zu dir, ne? Vielleicht kann ich Babs Aufmerksamkeit erregen, indem ich etwas Aufruhr mache. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Yes, yes, I'm on my way. Okay. Das hat funktioniert. I don't understand. Komm mal mit runter hier. Komm mal her. Yes, yes, I'm on my way. Ich glaube, ich muss doch irgendwas zum... Mean? Hier, ich stelle mich mal dahin und dann... Nö. Indem ich etwas Aufruhr mache. Okay, Das war... ja, das war die falsche... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Bleib so hier! Bleib so! Imagine, I could be the Forgotling who discovers how to reverse the crystallization process. Okay, also winken war vielleicht unten nicht die beste Lösung, aber jetzt müssen wir einfach winken.
Yes, yes, I'm on my way. Und das müssen wir lang genug machen, dass Fick entkommen kann. Komm mal mit nach unten. Ich habe da was zum Thema Arca zu sagen. Komm mit, komm mit. Komm, Barb. Yes, yes, I'm on my komm way. Bei Fuß. What do you want? Yes, yes, I'm on my way. We're here. Now what is it? Why did you? You lured me down here, didn't you? You want the Arca for yourself. No. No, that's absurd. I'm sorry, Mr. Boxton, but I am surrounded by Forgotlings who lust for power and can't be trusted. Also die wie du sind? What? Oh Gott sei Dank, Fick ist entkommen. Ich sag schon, ich hätte es total versaut. Kann ich jetzt bitte abhauen, bevor... No, no, no! It's gone! No, no, no! That was my last chance! I'm finished! This is it! I'm done for! Ich glaube, ich sollte jetzt abhauen. Schnell! I'll find that thief and make him pay. Okay. Yay, wir haben es geschafft. Ich guck mal, ob ich auf den Balkon gucken kann, ob ich da irgendwas sehe, was Fick gemacht hat. Ansonsten gehen wir wieder raus. Ja, winken war vielleicht nicht immer die beste Idee, ich gebe es zu. Kann ich jetzt da hoch? Jetzt ist er ja nicht mehr da. Ich würde sogar nach oben in sein... Nee, da komme ich nicht hin. Da ist eine Decke. Und Anne ist gerade so schwach, dass sie nicht mehr so eine Decke wegmachen kann. Das sieht so heiß aus mit dieser Schachtel. Ich kann mir nicht helfen, das ist so wunderschön. Okay, raus mit uns. Has anyone seen the Enforcer? Or that sly little Quill? Tagebucheintrag hinzugefügt. Hallo ihr, erkennt ihr mich? Nee, er kennt mich auch nicht, oder? Ich guck mal in unser Tagebuch. Ich fass es nicht. Der Plan hat funktioniert. Barb hat die Geschichte geglaubt und Fick ist mit dem Arca abgehauen. Barb zerlegt jetzt auf der Suche danach das Versteck. Und ich sollte die Gelegenheit zur Flucht nutzen. Fick wusste, dass es so kommen würde. Entweder ist Barb so berechenbar, oder Fick kann Leute sehr gut einschätzen. Ich sollte mit Ficks Karte zur Oberfläche gehen und dort auf ihn warten. Langsam glaube ich, dass ich mein Arca tatsächlich zurückbekomme. Das Problem ist, ich bin gerade wirklich am Überlegen, was das hier eigentlich ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Karte so unglaublich viel anfangen kann. Was ist dieses Ding da ganz links? Ist das irgendeine Box oder sowas? Nee. Also schon hier bleiben, bitte. Entschuldigung. So. Box ganz da drüben. Bei ihm komme ich ja nicht durch. Richtig? Kann ich nicht. Oh, good day to you, sire. May I inquire about your errand? You seem quite excited. Surely, whatever is happening cannot be this bad. Oh, I understand. You are here to sack me. Am I right? Nein, Gottes Willen, nein. Oh, what a relief. But it must be something important you try to convey. I fear a disaster. How bad is it? So schlimm, dass ich jetzt winken werde. It is even worse than I thought. I must spring into action. Fear not, help is on the way. Okay, das ist gut. Tschüss, Joust. Ich gehe da mal vorbei, ne? Vielleicht wird alles gut werden. Es ist so heiß, es ist so wunderbar. Okay, wir sind schon mal halbwegs richtig, habe ich das Gefühl. Hoffe ich, irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ehrlich, ich kann mit der Karte nichts anfangen. Ich gehe einfach mal nach oben. Wird schon passen. So. Da stand Barb und da in der Mitte waren wir. Hier ist also das mit der Gerichtsverhandlung sozusagen. Und wir ziehen uns wieder um. Ich finde das übrigens ziemlich heftig. Wir haben einen Tag, bevor Anne endgültig kristallisiert. Einen Tag. Ich kann schon verstehen, dass sie sagt, sie ist nicht bereit. Okay, wir haben die Tür. Moment. Ich gehe mal eben ganz kurz in unser Tagebuch. Nicht die mittlere, sondern eine weiter unten. Sind das jetzt die drei oben? Das heißt, ich bin aus der mittleren rausgekommen. Ich will trotzdem mal in die anderen reingucken. Warte mal, welche wären denn die richtige? Die richtige wäre das auf der anderen Seite.
Okay, das ist einfach ein Labyrinth. Wir sind hierher gekommen, das heißt, ich nehme jetzt mal an, dass es einfach, ja, dass da drüben ist, wo wir hin müssen. Auch wenn hier keine Box oder sowas steht. Das ist einfach ein Labyrinth. Ich bin total schlecht in Labyrinthen. Ich hoffe, dass wir hier noch rausfinden. Und wenn ich jetzt hier angekommen bin, dann müsste es... die ganz da drüben sein? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Weg nicht finde... Nein, das müsste der ganz da drüben sein. Vielleicht hier? Okay, ich glaube, wir können... Ja, wir sind richtig. Perfekt. Gut, dann werde ich an der Stelle jetzt eine kleine Unterbrechung machen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und wir dann rausfinden, ob Fick tatsächlich Annie Arca zurückgibt oder nicht. Aber ich habe da eigentlich großes Vertrauen auf ihn. In ihn. Ich vertraue ihn. Auf ihn und seine Taten und in ihr. Ihr wisst schon. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.